Jeder Mensch, ob Frau oder Mann, will Profi sowohl im Betrieb sein als auch Profi zu Hause. Ich glaube, die Relevanz ist ungebrochen, vielleicht ist sie sogar noch größer geworden. Lass uns das mal an drei Perspektiven festmachen. Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt. Wenn wir mit den Menschen beginnen, ist mein Eindruck, dass Menschen zunehmend andere Vorstellungen von einem guten Leben haben. Weniger Erwerbszentrierung. Und in dem Zusammenhang ist eben auch die Wünsche von oder die Anforderungen an eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie bedeutsamer geworden. Und wichtig, eben zunehmend auch genderneutral. Das heißt, wir beobachten, dass auch Männer diese Anforderungen haben und dass natürlich damit die Relevanz auch auf der Unternehmensseite größer geworden ist. Zweitens, wenn wir schon von Unternehmen sprechen, Humanressourcen sind für Wertschöpfungsprozesse wichtiger geworden in Unternehmen und gleichzeitig sind Humanressourcen knapper geworden. Und das bedeutet, das Finden von geeigneten Mitarbeitern und das Binden von Mitarbeitern, die eben schon in Wertschöpfungsprozessen integriert sind, ja, ist zunehmend ein Engpass von Wertschöpfung. Und drittens Gesellschaft. Das können wir einmal aus der Familiensicht und zum Zweiten aus der ökonomischen Sicht machen. Bei der Familie sind wir heute bei der Fertilität, glaube ich, ungefähr bei 1,5. Und das reicht immer noch nicht für eine stabile Bevölkerungsentwicklung. Und bei dem Pflegethema wissen wir, dass wir einen großen Bedarf haben, den wir menschenwürdig nur bedienen können, wenn wir eine noch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinbekommen. Und ökonomisch, für die zukünftigen Wachstumspotenziale wird es wichtig sein, dass wir die Erwerbspersonenpotenziale noch besser ausschöpfen, die bislang unterdurchschnittlich sich nur am Erwerbsleben beteiligt haben. Dazu gehören dann eben auch Menschen mit Familienverantwortung. Zusammenfassend würde ich sagen, bei der Relevanz nach wie vor vielleicht sogar zunehmend Triple Win, gut für die Menschen, gut für die Unternehmen und gut für die Gesellschaft. Also diese Trennung der Lebenswelten auf der einen Seite Familie, auf der anderen Seite Betrieb, das ist im Schwinden. Und das hat sich eigentlich auch in der Praxis langsam durchgesetzt. Also man muss halt stärker auf die Wertvorstellungen der Mitarbeiter eingehen, wenn ich schon deren Leistung und deren Loyalität brauche, muss ich jeden Mitarbeiter respektieren in seiner Verantwortung. Und er hat eben eine Verantwortung nicht nur im Beruf, sondern auch eine Verantwortung im Privaten, in der Familie, aber vielleicht auch bei anderen ehrenamtlichen Ämtern. Und wenn ich die honoriere, wenn er, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Gefühl hat, dass seine Verantwortung außerhalb der Firma respektiert wird und ernst genommen wird, dann setzt er sich auch besser für die Interessen des Unternehmens ein. Naja, tendenziell würde ich sagen, wir haben ja gerade schon über die Relevanz gesprochen, dass diese Vereinbarkeit von Arbeit und Familie und auch sonstigen Dingen, die Menschen ganz gerne machen wollen, zukünftig eher wachsen wird. Das liegt zum einen daran, dass Menschen andere Lebensentwürfe haben, also nicht mehr das Erwerbsleben als das Zentrum ihrer Biografie sehen. Und zum Zweiten verändern sich eben auch Wertschöpfungsparameter in Unternehmen. Das heißt, auch Unternehmen haben Chancen, sind aber auch gezwungen, Wertschöpfung neu zu bedenken, neu zu überdenken. Und das Ganze von dem Hintergrund von dramatisch veränderten Personalmärkten. Unternehmen hatten früher im Prinzip immer die Chance, sich zu fragen, wie mache ich den Menschen passend, dass er so zu meiner Wertschöpfung passt. Ich suche mir die richtigen aus. Und mache dann noch ein bisschen Fortbildung. Und dann sage ich immer, ich suche ein Dreieck und aus dem Kreis kann ich dann mit ein bisschen Maßnahmen am Ende auch noch ein Dreieck machen. Und diese Zeiten sind vorbei. Das heißt, Unternehmen stehen zunehmend jetzt vor der Frage, wie sie ihre eigene Wertschöpfung an die Erfordernisse von Menschen anpassen können. Und das klingt ganz einfach, ist aber ein sehr weitreichender Paradigmenwechsel. Und ich glaube, das werden auch die Themen sein, die die Zukunft der Vereinbarkeit sehr stark ausmachen.
Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Das ist konzeptionell einfach und wir haben uns ja auch relativ lange empirisch damit befasst. Im Prinzip sind Vereinbarkeitskonflikte ja Linien zwischen Beruf und Privatleben, die die Menschen in irgendeiner Form belasten, wenn es ein ungelöster Konflikt ist. Und wenn Unternehmen es schaffen, diesen Konflikt ein Stück weit zu entschärfen, gehen damit positive Effekte für die Menschen einher. Sie sind zufriedener, motivierter, damit auch weniger krank, verlassen natürlich das Unternehmen auch nicht so schnell. Und all das sind Effekte, die am Ende auf die Produktivität des Faktors Arbeit einzahlen. Und wenn wir uns jetzt angucken, was in den letzten Jahren passiert ist, wo also unter dem Label partnerschaftliche Vereinbarkeit eben auch Männer zunehmend sich mit Vereinbarkeitsfragen befassen, ist ja nichts anderes passiert, als das Mengengerüst dieser Vereinbarkeitsrendite sich schlicht und ergreifend verdoppelt hat. Weil es eben jetzt nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich kann mir kaum eine größere Rendite vorstellen, immer noch, als wenn Unternehmen in eine bessere Vereinbarkeit investieren.